Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von HAB Goes Overland. Aufgrund der einen oder anderen Anfrage geht es in diesem Video um unseren Jeep Wrangler JKU, also Viertüre, Baujahr 2015. Wir haben ihn im November 20 gekauft und im Frühjahr 21 zum Camper umgebaut, damit auf Reisen gehen zu können. Und was daraus geworden ist, das schauen wir uns jetzt an. Nach dem Intro geht es los. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal HHB Goes Overland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reisen gerne durch Europa. Entweder tun wir dies mit unserem BMW GS oder auch mit unserem Jeep Wrangler, den wir Brian getauft haben. Übernachten dann meistens auf einsamen Plätzen mitten in der Natur, entweder im Dachzelt oder bei schlechtem Wetter auch im Auto. Manchmal jedoch suchen wir aber auch einen Campingplatz auf, um Wäsche zu waschen oder auch mal eine heiße Dusche zu genießen. Wir, das sind meine Frau Heike, unser Jeep Brian, und ich bin Helge. Meine Stimme wird euch oft durch dieses Video begleiten. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, beginnen wir doch vorne. Vorne verbaut eine Stahlstoßstange mit dem Bild Atlas samt Winde, ich glaube X2O 12.000. 5,4 Tonnen Zuglast. Eine Stoßstange ist auch als Geräteträger eingetragen, damit das alles auch legal ist. Obendrauf zwei Zusatzscheinwerfer von Osram MX140, die sehr weit ausleuchten und die Nacht zum Tag machen. Im Kühlergrill ein Kühlerschutz, das Gitter gegen Steinschlag, um den Kühler natürlich zu schützen. LED-Scheinwerfer. Und zusätzliche Haubenhalter, die die Haube halt besser sichern. Der ein oder andere kennt das vielleicht beim Offroad-Fahren, gehen die serienmäßigen Haubenhalter doch manchmal auf. Ja, so viel zur Front. Geht's weiter zur Seite. Ja, weiter auf der Fahrerseite. Hier unsere Tritte, rechts wie links, um oben am Dach arbeiten zu können, Zelt zu verzurren, etc., weil bei über 2 Meter Höhe ohne Leiter schwierig. Weiter hinten Airline-Schienen verbaut, da dran der Klapptisch von Oryx Solution mit den Trittbrettern von Tiger Expert Brett GT Kompakt. Kompakt, wie der Name schon sagt, weil etwas kürzer. Die sind nur 80 cm im Gegensatz zu den Standard, die 1,6 Meter hinten überstehen und vorne knapp an der Tür. Deswegen haben wir uns für die kompakten entschieden. Ein Tisch, wie gesagt, kann man aufklappen. Dann hat man hier noch eine zusätzliche Ablagefläche. Denn unsere Markise, die wir verbaut haben, kommen auch gleich noch zu. 270 Grad, dann steht man hier doch bei Regen auch geschützt. Und kann hier auch mal ein Bier trinken oder kochen. So, Ganze zugeklappt. Dann wieder verschraubt. Und wenn ich die etwas fester anziehe, so, das hört man, sind die verschlossen. Genauso wie die Blätter. Ja, weiter hinten noch. Der andere Tankdeckel mit der Klappe ist zwar nicht abschließbar, fanden wir optisch aber schöner als dieses Loch mit dem Tankdeckel. Ja, hier hinten verbaut auf der Bremsleuchte unsere Rückfahrkamera für die Sicht nach hinten, weil die durch den Umbau nicht mehr so toll ist, wie man das vielleicht sich vorstellen kann. Vorne Monitor drin, kommen wir gleich zu. Hier weiter mit einem Türscharnier. Da baut der Halter für unseren Highlift, der hier normalerweise steht, wenn wir auf längeren Touren sind.
Dann blende ich noch mal ein Foto zu ein, dass man das sieht. Ja, hier hinten noch zu erkennen, eine Regenablaufrinne aus dem Wohnmobilbereich, weil doch bei geöffnetem Fenster hinten bei Regen dieser über die Scheibe normalerweise genau in den Innenraum tropft. Selbst mit der Markise, die dann das Wasser aufs Dach ableitet, dann hier am Dach runter und tropft ins Auto, da wo man das Wasser nicht brauchen kann. Deswegen über diese Rinne funktioniert tadellos. Können wir nur empfehlen. Ja, hier noch unsere Funkantenne, weil wir auch ein Funkgerät verbaut haben. Ja, rechte Seite, auch hier wieder unsere Airline-Schienen mit den Haltern. Die Halter sind von Offroad-Tech, glaube ich. Ja, Offroad-Tech. Ein Doppelhalter, wie man sieht. Einmal der Kanister von Frontrunner, 20 Liter. Unser Trinkwasser zusammen, sehen wir gleich noch. Mit dem Tank auf dem Dach haben wir insgesamt 60 Liter Wasser dabei. Daneben eine wasserdichte Kunststoffbox, auch abschließbar. Hier in dieser Box haben wir alles, was mit Wasser zu tun hat. Deswegen, ja, wasserdicht, natürlich nur zweitrangig. So. Dann offen, fest verschraubt und hier drin haben wir Schlauch, um Tanks oder den Tank oben zu befüllen. Verschiedene Adapter, den Wasserdieb, den man so kennt. Spülmittel ist hier noch drin. Für Wasser, wenn wir weiter im Süden sind, hier auf Ionenbasis, diese Mikro-Trinkwasserkonservierung. Mikropur hieß es früher. Ja, unsere Abwaschschüssel. Schwamm, ja, und auch Wäscheleine und Wäscheklammern sind hier noch drin. Ja, und unsere, wie heißt das so schön, Travel Soap oder so. Ja, ökologische Reiseseife. Damit kann man tatsächlich auch im Fluss sich waschen, weil diese Seife biologisch abbaubar ist und somit nicht schädigend. Kann man nur empfehlen. Ja, so viel hierzu. Und da ist ja doch immer wieder Menschen gibt, die einen ärgern wollen, Deckel aufmachen oder die Sachen sogar klauen. Hängt da ein Schloss vor. Ja, ein Stückchen weiter wieder zu sehen, hier unsere Tritte, die ich drüben schon gezeigt habe, um hochzukommen. Und auch von Atlas, massiv. Ja, das war es im Prinzip grob außenrum. Obendrauf ist unser Dachzelt von Nakatanenga, Hooflodge Evolution 2 Extended. Extended deswegen, weil wir halt den überdachten Eingangsbereich haben wollten, um auch bei Regen nicht unbedingt gleich die Feuchtigkeit im Zelt zu haben. Hier drunter nochmal so ein Netz, um diverse Sachen reinzutun. Ja, ansonsten, das Ganze steht auf einem Dachträger von Smitty Build, der, ich glaube, so um die 300 Kilo Traglast hat, weil direkt am Holm verschraubt und nicht aufs Dach. Das Dachzelt selber, da gehen wir auch gleich nochmal rein, gucken wir uns an, sind wir bislang sehr zufrieden mit. Vor dem Dachzelt sieht man noch unsere 90 Liter Alukiste. Da sind so diverse Sachen drin, die man nicht ständig braucht. Da sind drin unsere Seitenwände von der Markise. Ja, Schuhe und was man halt nicht täglich braucht. Und daneben sieht man unseren 40 Liter Wassertank, den ich eben schon ansprach, von Nakatanenga, den wir mit unserem auslaufbaren, schwenkbaren Hahn hier an der Seite. Ja. Zack, ist offen. Könnte hier auch einen Duschaufsatz drauf machen und duschen. Allerdings nur im Sommer, weil sonst ist das Wasser nicht so warm. Auch dieser Hahn hier ist abschließbar.
wie man sieht, nicht? Weil es immer wieder Leute gibt, die einen ärgern, hatten wir schon. Man stellt das Auto ab, kommt zurück, die ganze Tür ist nass, weil irgendeiner meinte, oh, da gibt's was zu spielen, mache ich mal auf. Dann lagen 40 Liter Wasser oder 30 Liter, die wir noch drin hatten vielleicht, waren halt draußen. Deswegen ist da ein Schloss vor. Ja, hier an der Seite sieht man auch noch unsere Markise. Wie das aussieht, zeigen wir dann auch noch gleich. Ja, gehen wir nochmal kurz ins Dachzelt hoch. Also, überdachter Eingang. Ja, meine Frau ist auch schon wach. Moin. Ja, hier die Matratze hat 2,40 mal 1,40 Meter. Also ausreichend Platz. Da sieht man nochmal unseren Luftaustritt an der Heizung. Drüben die Tür kann man auch aufmachen. Und auch oben die Dachfenster ist ganz prima. Sternenhimmel nachts beobachten. Auch die kann man öffnen. Und sollte wir das Überzelt nicht drauf haben, kann man da sogar stehen. Alles mit Fliegengitter. Wunderbar. Auch seitlich jeweils rechts und links ein großes Fenster. Ja, wunderbar. Auch da sind Fliegengitter vor. Ja, kann man also wunderbar durchlüften. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist halt drüben auch nochmal, wie hier am Einstieg, eine große Luke. Man kann also alle vier Seiten, wenn man will, öffnen und auch jeweils zwei Dachfenster. Ja. Ja, da ist einfach so eine Lichterkette drin. Funktioniert, reicht. Ja, gehen wir mal ins Auto. Vorne haben wir nicht so viel. Wir haben andere Sitzbezüge drauf, die sind abwaschbar oder abwischbar. Besser als die Stoffsitze, die da vorher drin waren. Ansonsten, da ist das Tablet, mit dem wir navigieren. Da ist die OSM AND App oder OSM AND App drauf. Mit diesen Offline-Karten OSM, OpenStreetMaps, haben wir dann unsere Tracks drauf. Damit navigieren wir. Daneben der Monitor von der Rückfahrkamera, die wir hinten gesehen haben, weil die Sicht nach hinten, wenn wir mal kurz rein, ist halt nicht so toll. Auch im Spiegel sieht man nicht das meiste. Deswegen die Kamera und daneben nochmal dieses kleine runde Instrument, der Neigungsmesser, Kompass und so weiter. Ja, so viel hierzu. Ja, was wir hier noch haben, in griffbereit, unser kleiner Feuerlöscher, falls doch mal was passiert. Ja, weiter hinten im Auto fällt als erstes auf hier unsere Tür. Das Band habe ich ausgehängt, verlängert, dass die Tür weiter öffnet, weil sonst unser Kühlschrank nicht aufgehen würde. Ja, auch der ist, wie viele Sachen, auf Schienen. Ist eine Primetex Kompressor-Kühlbox mit, ach, ich müsste jetzt lügen, 18 oder 20 Liter. Die kann bis minus 21 Grad und ich glaube oben bis plus 12. Ja, da sind halt unsere Lebensmittel drin. Alles, was so gekühlt werden muss. Ansonsten unser Einbau aus Multiplex Birke, glaube ich, 12 oder 15 mm, müsste ich jetzt nachmessen, reicht für uns, bietet die Möglichkeit, dass wir im Notfall auch mal innen schlafen können. Dazu muss man natürlich umbauen, das zeigen wir gleich. Hier unten drunter in dem Fach haben wir, da ist einmal eine Tasche drin, ist ganz hier hinten mit unserem Bergematerial, das Bergegurt drin, Schäkel, Umlenkrollen und so weiter. Dann Elektro-Equipment, Ladegeräte und so weiter sind da noch drin.
Unser kleines Beil ist da drin. Eine Säge ist da drin von Fiskars, glaube ich. Vorm Sitz hier steht normalerweise der kurze Schlauch unserer Heizung. Wenn wir den Innenraum beheizen, das zeige ich auch gleich. Und unterm Sitz habe ich noch Starthilfekabel. Ansonsten auch hier, wie hinten, eine doppelte 12 Volt USB-Box und den normalen 12 Volt Stecker. Ja, so viel hierzu. Bett zeigen wir gleich. Gehen wir mal kurz noch, ach nein, eins hier noch. Unsere Verdunklung. Ganz einfach Reststoff genommen, der recht blickundurchlässig ist. Dann sind hier kleine Magnete. Das funktioniert hier an dem Stahl ganz gut. Dann sind die zu. Diese Idee haben wir von Michael, von Wir sind unterwegs. An dieser Stelle danke an Michael. Einfach, genial, wirksam und kostet halt kaum Geld. Ja, hinten, wenn wir da mal reingucken. Ja, auch hier unser Einbau mit Schwerlastauszügen versehen. Da stehen unsere Euro-Boxen drauf. Hier unten in dem Fach ist noch so einiges an Krimskrams drin, hier Panzertape, Bürste, so Kleinkram, den man nicht unbedingt sofort braucht. Genauso hier an der Seite, Bauutensilien. Hier ganz wichtig, da in der Ecke steht unser Scotty Grill. Kann ich nur empfehlen, tolles Ding. Ja, die Auszüge, wie gesagt, Schwerlastauszüge. Ja, man könnte sich hier quasi draufsetzen, ich glaube 120 Kilo. Hier steht normalerweise eine große Eurobox, hier hinten die kleine. In der kleinen sind noch so Sachen drin, Klopapier, Müllbeutel, Waschmittel für Wäsche, Mückenspray, Ersatzgaskartuschen, Reinigungstücher, also ein Kram. In der vorderen Box, die gerade nicht hier drin ist, sind unsere Klamotten, die wir so mitnehmen für uns beide, das reicht eigentlich hin, weil wie gesagt, zwischendurch muss man eh waschen. Auf der anderen Seite ist in der großen Box alles, was unsere Küchenutensilien betrifft. Hier ist drin unser Omnia-Backofen, Töpfe, Schneidbretter, Messer, Besteck, Teller. Zusätzlich ist noch ein Gaskocher mit drin für den Notfall. Gewürze, Kaffee, befindet sich alles in dieser Box. Und in der hinteren Box ist all das an Lebensmittel drin, was nicht in den Kühlschrank muss, weil es nicht gekühlt werden muss. Ein paar Getränke sind hier drin, Kartoffeln, Tütensuppen, Nudeln. Wie gesagt, alles das, was halt nicht in den Kühlschrank muss. Im Regelfall reichen uns die Lebensmittel so für 3-4 Tage. Genauso lange kommen wir auch mit unserem Wasser aus. Hinten in der Tür verbaut noch ein Klapptisch von Frontrunner. Hier kochen wir meistens drauf mit Auszugbrett. Ist sehr praktisch. Falls es dunkel wird, habe ich hier noch eine LED-Leuchte, die hier unten dran ist, damit man auch beim Kochen ein bisschen Licht hat. Jo. Ruckzuck. Gleich wieder rein. Falls sich einer fragt, warum das Handtuch da drin ist, weil das Ding sonst während der Fahrt so viel klappert. Ja, hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wenn es denn tatsächlich regnet und tropft, tropft das hier halt immer genau in die Ablage unten rein, in den Ecken, wo man nicht mehr drankommt. Man rostet es halt. Auch das hier ist ganz einfach wegzunehmen. Hier ist unsere Matratze drin. Die haben wir in Berlin maßanfertigen lassen wegen der Überrollbügel innen drin. Ist klappbar, damit man vorne noch ein bisschen Stauraum hat. Und damit bauen wir unser Bett. Wie das geht, zeigen wir auch.
Ja, andere Seite. Hier ist quasi Elektrik. Da ist unsere zweite Batterie drin. Automatisches Trennrelais. Ladebooster verbaut. Den sieht man jetzt hier nicht. Dann Sicherungskasten. Und da haben wir Wert drauf gelegt. Unser Gasdetektor. Gasalarm, der alle drei gängigsten Gassorten kann. Das heißt Abgas, das heißt Propan, Butan und ganz wichtig K.O.-Gas. Falls also jemand, wenn wir im Auto irgendwo sind, K.O.-Gas einleitet, um uns betäuben zu wollen, auch dann springt das Ding an. Ja, hier unten noch unser Notschalter, der halt notwendig ist aus Sicherheitsgründen. Sicherungsbox da hinten, von da ab geht alles ab. Kühlschrank, Beleuchtung, unsere Steckdosen. Unten drunter steht unsere Bivilo, unser mobiles Klo. Hinterm Beifahrer ist dann das entsprechende Duschzelt. Kabel und sowas, das befindet sich halt alles da noch. In dem Fach unten drunter. Auch hier, wie drüben schon, unsere Scheibenverdunklung. Das haben wir auch nochmal für die vorderen Türen. Und auch hinten, nun macht man sich Fragen, hinten ist doch ein Kunststoffaufbau. Ja, auch da hat der Michael eine geniale Idee. Einfach ein paar Unterlegscheiben mit 3M zu verkleben und auf diesen Unterlegscheiben halten halt jetzt unsere Magnete. Ja. Ja. Fertig. Einfach toll. Rechts und links jeweils haben wir noch unsere Klapptisch oder Falttisch und Stühle. Ja, falls sich der ein oder andere fragt, wie wir das denn mit Batterie und so weiter machen, falls wir länger irgendwo stehen, dafür haben wir hier so ein mobiles Solarfeld. Das hat, glaube ich, 100 Watt. Ist von Wattstunde, inklusive dem Regler, den wir gerade drüben gesehen haben, das Ganze in dieser kleinen Tasche akkurat verpackt. Und damit man das Kabel natürlich nicht immer einklemmt, habe ich innen Kabel verlegt und hier draußen unter den Haltern geht das Kabel der Solaranlage nach drinnen, läuft dann innen natürlich weiter und dann hier zu unserem Solarregler. Ja, dann machen wir jetzt mal das Bett in. Ja. Wie machen wir unser Bett? Im Prinzip geht das relativ schnell. Dazu müssen wir kurz Vorbereitungen treffen. Ja, das heißt, Lehne muss senkrecht, Sitz muss nach vorne. Dann können wir hier unser Zusatzteil ausklappen mit der Stütze. Zack. Das gleiche auf der anderen Seite. Das könnte meine Frau mal schnell machen. Ja, auch drüben muss dann kurz die Lehne in die Senkrechte. Der sitzt ganz nach vorne. Dann auch da die Stütze ausklappen und die Verlängerung umklappen. So. Und dann können wir das Bett umklappen. So, also kurz die Decke um die Matratze hier auf den Scharnieren etwas zu schonen. Die Matratze, wie gesagt, haben wir uns anfertigen lassen. Dreiteilig klappbar. Ja, und schon haben wir im Auto eine Liegefläche in der Länge von, ich glaube, so 1,85. Mal 1,30 und hier, wo die
über Rollbügel runterkommen, haben wir 1,20 oder so. Ja, die Matratze haben wir anfertigen lassen in Berlin. Nach den Maßen, ist ganz gut. Und zwar matratzen.eu, glaube ich, heißt die Firma. Kann ich aber unten auch verlinken. Und die wird dann nach unseren Wünschen angefertigt. Wie gesagt, ist halt dreigeteilt, hinten ein größeres Teil, vorne 2 mal, ich glaube, 45 jeweils in der Länge, damit man das, wenn man das auch wieder zurückklappt, dann, ja. Und schon ist es wieder weg. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, Stauraum. Normalerweise steht hier, und dafür ist auch der Gurt da, unsere mobile Standheizung. Das kann ich noch mal kurz zeigen. Ich habe für die Standheizung im Moment den langen Schlauch, den wir dann hier oben in dem Netz haben, was hier noch drinne hängt. Und wenn wir den Innenraum im Auto, habe ich hier für die Seite, für das Fenster, hier aus dünnem Holz, ähnlich wie diese Lüftungsgitter, die man ja kennt und kaufen kann, einfach einen Durchlass rein, ein Stück Schlauch und dann der Adapter hier, Schlauch rein und dann können wir den Innenraum reizen. Weiter. So. Dann kommt das Ding hier rein, weiter auf. Zack und zu. So, und schon ist das fertig. Ja, da unten steht halt unsere Standheizung. Ja, kann man die sehen da unterm Auto? Das ist halt in der Box komplett. Ist eine Autotherm 2 kW, wie so üblich ist, ehemals Planar. Hat einen eigenen Tank mit 5 Liter und hat einen externen Stromanschluss. Ja, sieht man hier, ich habe hier unter der Motorhaube eine Steckdose verbaut, da steckt der drin. Hier diese typischen, aus dem Yachtbereich vielleicht für den einen oder anderen ja bekannt, diese Stecker mit dem Schraubanschluss, Schraubgewinde, sogar wasserdicht. Ja, hier ist unser Schlauch, der mit der Verlängerung zusammen jetzt das Dachzelt beheizt, haben wir im Dachzelt schon gerade gesehen. Ansonsten kann ich den hier teilen, dann habe ich das kurze Stück, das kommt dann da in die Seitenscheibe und dann können wir den Innenraum heizen. Je nachdem, ob wir oben schlafen oder im Auto. Die Standheizung hat auch eine Fernbedienung, sodass ich auch im Auto ein- und ausschalten kann. Hat schon öfters seine Dienste unter Beweis gestellt. Also wir sind sehr zufrieden damit. Ja, vielleicht noch kurz Verbrauch der Heizung. Im Minimumbetrieb braucht sie pro Stunde etwa 0,1 Liter und bei maximaler Leistung braucht sie etwa 0,25 Liter die Stunde, sodass wir auch mit der Standheizung locker 2 bis 3 Tage auch im Dauerbetrieb arbeiten können. Wie gesagt, viel länger hält auch unser Wasser nicht. Nach 2, 3 Tagen müssen wir eh Wasser tanken, müssen wieder einkaufen, weil die Lebensmittel langsam zur Neige gehen. Und dann können wir natürlich auch gleich tanken. Müssen sowieso Wasser ziehen. So, und jetzt bauen wir nochmal die Markise auf. So, Markise steht. Ganz so schnell wie eben geht es natürlich nicht. Aber keine 5 Minuten ist die Markise aufgestellt. Ja. Wäre es eine Freiarm-Markise, würde es deutlich schneller gehen. Dort sieht man nochmal hier schön überdacht, auch bei Regen. Selbst der Klapptisch ist dann nutzbar. Und hier jetzt nochmal, was ich sagte. Normalerweise spannen wir das hier noch etwas ab. Ja, da kommt das etwas rüber, dann tropft es, wenn von der Markise, aufs Autodach und läuft dann über unsere Regenrinne ab und nicht ins Auto. Ja, ansonsten haben wir noch
Schnüre natürlich, um sie zu verspannen. Nicht nur für die vier Füße, sondern auch, wie man hier sieht, in diesen Ösen bei Sturm kann man das so noch etwas niederziehen, damit der Regen halt möglichst weg vom Fahrzeug läuft. Ja, was wir noch haben, sind dann Seitenwände dafür, insgesamt sogar vier Stück. Wie das aussieht, wir hängen mal eine rein, dass man das mal sieht. Ja, so sieht das dann aus. Eine ist drin. Hier wird da oben nur mit Klett eingehängt. Auch bei etwas heftigerem Wind hatten wir bis dato keine Probleme. Ansonsten werden die untereinander hier miteinander verbunden. Wie gesagt, und dann haben wir insgesamt vier Stück. Dann quasi wie so ein Safari-Room abgeschottet. Zugang hätten wir dann nur noch hier zwischen Auto und letzter Stange und das Zelt. Für das Zelt selbst haben wir auch noch ein Bodenzelt. Das blende ich dann auch noch mal ein. Ja, dann wird es hier, das ist dann quasi der Eingangsbereich. Ne? Hier würde man dann reingehen und das wäre dann rundherum zu. Ja, so viel erstmal zu unserem Equipment. Ja, so sieht das Ganze von außen aus. Ist wasserdicht beschichtet natürlich. Außen in der normalen Farbe, Sand oder wie man das nennen mag. Innen Alu, Silber beschichtet. Hält auch ein bisschen mehr die Temperatur konstant. Das Ganze verpackt in so einer Tasche. Pro Tasche jeweils zwei Seitenwände. Zwei Taschen haben wir, also vier Seitenwände. Ja, so viel zu dem Auto. Nachdem wir den Umbau fertig hatten, der fast ein halbes Jahr dauerte, das lag aber daran, dass nicht alle Teile durch Corona etc. nicht so schnell verfügbar kamen und aus den Staaten kamen. Für die Markise beispielsweise haben wir über vier Monate gewartet. Ja, nachdem das Auto dann fertig war, haben wir ihn auf die Waage gestellt. Ja, nachdem der Umbau nun fertig war und man ja die Gewichtsproblematik des Jeep Wrangler kennt, fuhren wir auf die Waage. Und aus Vermutung wurde Gewissheit. Die Waage zeigte 2,7 Tonnen. Gesamtgewicht des Autos liegt bei 2,6 Tonnen, nicht ganz. Damit waren wir also überladen. Dann gab es die Möglichkeit, alleine in Urlaub zu fahren, meine Frau zu Hause zu lassen, das heißt weniger Klamotten plus die Frau, die nicht mitfährt, bin ich am Limit. Oder wir fahren zusammen und müssen uns um eine Auflastung kümmern. Letzteres taten wir. Wir besorgten uns vom TÜV Süd ein Gutachten zwecks Auflastung, dass dies nur möglich ist mit einem Fahrwerk von JKS inklusive 3,5 Zoll Höherlegung und Schwerlastfedern. Also wurde dieses Fahrwerk bestellt, eingebaut samt den Schwerlastfedern, die glaube ich von Eibach sogar sind, und hatten dann ein entsprechend hohes Auto. Bilder vorher, nachher, die werde ich nochmal mit einblenden. Und er ist deutlich höher geworden. Dann stellten wir fest, dass wir das Gesamtgewicht von 3,35 Tonnen gemäß dem Gutachten gar nicht erreichen können, weil die alten Felgen zu wenig Traglast haben. Also mussten noch ein Satz neuer Felgen her. Die sind jetzt American Racing Iron Black 9x17 mit den bekannten BF Goodrich in 285/70/17 und haben somit eine Traglast, die Felgen von 1020 Kilo, die Reifen deutlich mehr. Und somit stand der Auflastung nichts mehr im Wege. Also alles beim TÜV eintragen lassen, mit der Auflastung auf 3,35 Tonnen, um legal unterwegs zu sein. Ja, so sind wir nun schon seit 2 Jahren etwa mit dem Auto immer wieder in Europa unterwegs. Diverse Videos habe ich schon online gestellt. Sollte euch dieses Video gefallen, würden wir uns auch wieder um einen Daumen nach oben freuen. Wollt ihr weitere Filme nicht verpassen, lasst gerne ein Abo da.
Und solltet ihr Fragen oder Wünsche, Anregungen etc. haben, gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. HHB sagt Tschüss.